Das ist immer schön in Hannover, 18:30 Uhr und man kann anfangen. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich freue mich noch mehr, dass Thomas Scheibitz neben mir sitzt. Wir werden versuchen, wir haben so grob einen Ablauf zusammen abgesprochen, der sich wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs auf wohltuende Art verändern wird. Also ähnlich wie Herr Brock das eben sagte, habe ich auch dreimal geändert, weil ich dann immer mit ihm telefoniert habe und gedacht, na nee, geht nicht, machen wir wieder ein bisschen anders. Trotzdem versuche ich mal direkt einzusteigen, jetzt nicht mit Biografie, sondern eigentlich damit, mit unserer Begegnung, ohne mich jetzt so in den Vordergrund stellen zu wollen. Aber der Atelierbesuch bei Thomas Scheibitz war nach dieser Ausstellung, wo er im Museum Berggruen sich mit Picasso auseinandergesetzt hat, für mich sehr überraschend in einigen Sachen. Zum einen nochmal auch sein bildhauerisches Werk zu sehen. Und es gab da eine Arbeit im Atelier, die man hier, das sind alles meine Schnappschüsse, also ich bitte die Qualität zu entschuldigen, auf der rechten Seite so etwas, was so aussieht wie so Grabsteine, die da massiert stehen. Und da habe ich ihn gefragt, was ist das denn? Und wir kamen dann sehr schnell eigentlich auf einen ganz wichtigen Aspekt in seiner Arbeit zu sprechen, nämlich seine Herkunft aus einer Familie, die sehr viel schon mit Handwerk zu tun hatte. Und es gibt dieses wunderschöne Buch, was eines der schönsten Publikationen ist, Frank Thomas Scheibitz eigentlich. Frank ist der Vater und Sohn eigentlich und die ganze Familie, was Thomas Scheibitz selber verlegt hat. Und man sieht in diesem Buch eben Handwerk, Kunst und eben eigentlich auch den grenzenlosen Übergang zwischen beiden. Und vielleicht wollen wir da gleich einsteigen. Thomas, magst du etwas kurz zu dieser Arbeit erzählen und zu diesem Buch? Also das ist ein Buch, was ich nicht selber verlegt habe. Es hat dankenswerterweise Walter König in Köln, der Verleger, gemacht, der mich mit allen meinen Buchprojekten eigentlich immer sehr gut unterstützt und immer auf meiner Seite steht. Ich habe, wenn man das so will, von der Familie her einen Kontext oder eine Grundlage, die sich eigentlich seit den 20er oder 10er Jahren des vergangenen Jahrhunderts haben die sich mit Steinbildhauerei, baugebundener Plastik und Grabstein und Ähnlichem beschäftigt. In einem überschaubaren Handwerksbetrieb, der bis vor 3 oder 4 Jahren sozusagen bestanden hat. Der ist jetzt verpachtet oder existiert noch, aber mein Vater starb vor 3 oder 4 Jahren und ich habe eigentlich für ihn noch dieses Buch gemacht, weil wir also er hat mich immer sehr unterstützt in allen meinen Sachen, hat mich auch dahin gebracht, dass ich dieses Wagnis eingehen soll, in extremst unsicheren Zeiten Kunst zu studieren, unmittelbar nach dem Mauerfall. Und hat mir eigentlich immer den Rücken freigehalten. Nicht so sehr mit Geld oder mit diesen finanziellen Möglichkeiten, eher mit den ideellen Machbarkeiten. Und wir haben eigentlich immer vorgehabt, Dinge zusammen zu entwickeln, dass er für mich Dinge ausführt, die ich sozusagen als Bildhauer gar nicht also das steht gar nicht in meinen Möglichkeiten, dass ich das beherrsche sozusagen, weil es gibt in der klassischen Bildhauerei gibt's ja die Trennung zwischen Skulptur und Plastik. Und ich verwechsel ständig, was es eigentlich ist, die Skulptur und die Plastik. Also die eine Sache geht von außen nach innen und die andere Sache geht von innen nach außen. Und ich habe mir, also von innen nach außen, das ist das, was mein Atelier und ich, was ich beherrsche, was wir machen können. Aber einem Stein oder einem Block irgendwie von außen in eine Form anzusehen und da sich reinzudenken,
das hatte ich immer, sagen wir, meinem Vater überlassen. Und wir haben vielleicht von 20 oder 25 angedachten Projekten sind eigentlich, ich weiß gar nicht richtig warum, aber es sind leider nur 12 oder 14 sozusagen realisiert worden. Die sind mittlerweile nach einigen Ausstellungsbeteiligungen und nach einigen Besitzverhältnissen habe ich das geschafft, die alle wieder zurückzukaufen, dass die sozusagen in meinem, also in unserem Besitz sind. Und damit habe ich was sozusagen, damit habe ich dieses Buch angefangen. Und das Interessante war daran, dass ich eigentlich dem Walter König, wirklich mit dem ich eigentlich sehr freundschaftlich verbunden bin, nur um Rat gefragt habe, ob man sowas machen kann, ich wollte es eigentlich im Eigenverlag rausbringen, ob man sowas machen kann, ob das zu privat ist, ob das zu kitschig ist, ob das sozusagen eigentlich nicht in die Öffentlichkeit gehört. Und er hat das eigentlich sofort einkassiert und hat gesagt, das wird gedruckt, ich mache das. Und so ist das entstanden. Und magst du noch was zu dieser Arbeit sagen? Ja, das ist eigentlich so die letzte Arbeit, die sich so mit der Situation in dieser Bildhauerei beschäftigt und was mich natürlich auch durch das Auge oder durch den Gedankengang immer geprägt hat, das ist das sogenannte Schaulager, also dieses Zeigen ohne auszustellen, dieses mein Bildhaueratelier würde ich als Schaulager bezeichnen, also wo Dinge eben gezeigt werden, aber nicht ausgestellt werden. Aber dennoch brauche ich das für meinen täglichen Gang ins Atelier, muss ich mit dem Auge durch diese Form und durch diese Dinge gehen. Und das ist eigentlich ein Schaulager einer Bildhauerei, wo die mitunter immer verspielteren Grabsteinformen, die jetzt sozusagen industriell hergestellt werden, leider, wo die sozusagen blockhaft, tektonisch auf dem Feld stehen. So. Und das ist, man sieht das vielleicht, dass es auf so einer Palette steht. Also die Größe der Skulptur ist auch das für mich das interessante Wechselspiel. Es ist eigentlich fast so groß wie ein etwas zu großes Modell und es ist eigentlich sonst zu klein für eine kleine Skulptur. Also so, das ist so in der Mitte und das hat mich, das steht so als Rohling immer noch im Atelier, hat das letzte Finish fehlt noch, bin mir noch unschlüssig, wie ich das mache, aber das ist, ich gehe da gerne dran vorbei, jeden Tag. Ja, ich wurde eben auch gefragt, wie das so aussieht, wie so ein Künstler arbeitet. Es ist ja wirklich in deinem Atelier so, du arbeitest an vielen Arbeiten gleichzeitig und du hast eben eins für Bildhauerei und eins für Malerei, eins für Plastik und eins für Malerei. Und das andere, was ich auch gesehen habe, ich weiß aber gar nicht, ob, ach so, ja, das ist da, wo man dann sitzt, die Schablone, da sagen wir vielleicht nachher noch was zu. Wir hatten dann eben das Gespräch über die Arbeiten, die schon in der Sammlung der Sparkassenstiftung dadurch an unser Haus gekommen sind, die wir schon haben und eben überlegt, welches Bild wäre gut für das Sprengelmuseum. Und da stand es dann noch in der nicht ganz fertigen Fassung. Und von der anderen Arbeit, die ich auch gesehen hatte und die mich fasziniert hat, da habe ich gar kein Foto. Das war diese frühe Arbeit, die du praktisch als, was weiß ich, kurz aus der Akademie raus oder so da stehen hattest und wo ich dich gefragt habe, was ist das denn für eine Farbigkeit? Und dann hast du gesagt, das waren sozusagen die Farben, die mir damals zur Verfügung standen. Und ich habe dann gleich den Schluss gefolgt, der völlig falsch war, nach dem Motto, die Farben bekam man nur in der DDR. Und das ist ja interessant, dass die Palette eine andere ist. Aber vielleicht kannst du das nochmal erklären, wie diese bestimmte Farbigkeit auch bei dir kommt, weil wir kommen nachher vielleicht auch nochmal auf dieses andere Klischee, Leipziger Schule, Dresdner Schule. Das sind ja so Sachen, mit denen du nicht viel anfangen kannst, willst. Aber dieses eine frühe Bild, warum behältst du das und was ist da dran besonders? Ich habe leider kein Bild da, aber vielleicht können wir kurz drüber sprechen. Naja, das Studium an der Dresdner Akademie, das habe ich angefangen 1990 bis 96 und dann noch 2 Jahre Meisterschüler. Das war natürlich geprägt auf der einen Seite durch eine ganz eigenartige, offene Performance-Szene, Autoperforationsartisten.
Stichwort, die ganz wirklich also fern von dieser damaligen Welt agiert haben und natürlich niemals in dem bildenden Kunstsektor hätten agieren können, sondern die hatten sich dann über die Hinterwege, über Kostümbild oder Bühnenbild oder sowas eingeschlichen in die akademische auf die akademische Stelle, um dort, dann in diesen Räumen das zu machen, was sie machen wollten. Und die, die Malerei oder Bildhauerei, muss man schon sagen, war natürlich sehr, sehr traditionell geprägt. Und man hatte in jedem zweiten Satz kam Kokoschka vor oder Otto Dix oder die Dinge. Die, also es, die Künstler, die komischerweise, wenn man das genau in den Biografien nachliest, gar nicht so lange da waren, weil denen das auch alles viel zu konservativ war und die eigentlich auch relativ schnell immer wieder diesen, diese Canaletto-Kulisse da am, am, am Elbufer, an der Terrasse immer wieder verlassen haben. So, und man musste sich so seine eigene Moderne mitbringen, und wurde aber eigentlich, was ja generell nicht schlecht ist als Student, wenn man sozusagen immer sein eigenes mitbringt, und wurde aber von der Professorenschaft dann eher also sehr in einem, es war zwar eine Umbruchstimmung, weil es war auch, es waren, also die Hälfte meiner Studienzeit, kann man sagen, war Anarchie. Niemand wusste, wie das weitergeht, und ein paar waren bei der Stasi und wurden, kamen weg, und irgendwelche völlig unbekannten Künstler aus der dritten Reihe, sage ich mal, hatten auf einmal irgendwelche Posten, die dann aber auch wieder gleich wieder vorbei waren, weil man merkte, dass es gar nicht, dass das gar nicht das Niveau hält. Und das Traditionelle, sozusagen, wenn man das will, wenn man so sagen will, ist natürlich auf der einen Seite interessant, wenn man daraus das Zeitlose ablesen kann, aber nicht das Nostalgische oder nicht das Traditionelle. Weil dann, dann hatte ich dann auch schon immer, also Marcel Duchamp war für mich ein großer Held, und von dem ist ja der Spruch, die Tradition ist, sagt nichts weiter als die Kopie der Kopisten. Und das, das merkte ich sozusagen in der Akademie natürlich ganz besonders, dass das dort ganz warm und ganz, vielleicht traditionell ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, aber eben so ein bisschen nostalgisch, so man hielt an irgendwas fest. Aber vielleicht war das auch so die Unsicherheit, was da so neu reingepeitscht ist. Dass man da irgendeine was haben wollte, was man dachte, dass das irgendwie hält, aber es hat, hat offensichtlich nicht gehalten. Und wie war das mit den Farben? Also mit diesem, also weil du sagtest, was man sich selber mitgebracht ja, hat. Ja, das, nee, das ist so eine, das ist natürlich so eine Farbkultur, die eben wie gesagt aus, aus dunklen Kokoschka-Bildern herkommt oder von ja, so eine ganze etwas melancholisches vielleicht oder irgendwie so. Und als ich das erste Mal das Lineal zum Beispiel in die Hand genommen hatte, dann sollte ich gleich zu den Architekten wechseln, weil das da überhaupt nicht nirgendwo ein Lineal gab oder also so. Das ist alles lustig, auch ein bisschen traurig, aber im Nachhinein ist es natürlich, wie alles in der Kunstgeschichte, es ist, ist alles nur mit Bleistift geschrieben. Also jeder kann das natürlich wegradieren, immer wieder. So. Und das haben wir ja, das sieht man ja momentan, dass immer auch wieder radiert wird und dass neue Dinge passieren und neue Tendenzen und neue Moden und alles sozusagen, dass man das ja auch als Künstler aushalten muss oder überleben muss. Es gibt ja in deiner Kunst auch irgendwie auch so ein konservatives Element, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann. Aber du arbeitest ja die ganzen, ja, sowas wie Landschaften, Stillleben, also bestimmte Bezüge hast du ja, die du auch, an denen du festhältst und die du auch durcharbeitest. Also du bist ja im Prinzip auch ein Künstler, der ständig an seinem Repertoire, also auch mit diesem Alphabet, mit den Buchstaben, also
wir werden gleich auch noch dieses PDF von dir sehen, wo man einfach sieht, dass du auch ein Bildersammler bist. Und wir können dann auch nochmal über den Manierismus sprechen, der dir auch so am Herzen liegt. Aber erstmal nochmal, es gibt ja auch dieses Konservative, vielleicht auch, also akademisch würde ich es nicht nennen, aber du bist schon jemand, der auch an bestimmte Errungenschaften der Kunstgeschichte glaubt und auch meint, da weiterarbeiten zu wollen und dich da auch immer weiter dran abzuarbeiten, an diesen Topoi eigentlich auch der Malerei und Skulptur. Würdest du das so beschreiben? Ja, aber es sind natürlich auch immer wieder die Gegenteiligkeiten der Kunstgeschichte, die mich sozusagen begeistern. Und es gibt eben, wenn man in ein Picasso neben einen Duchamp hängt, sozusagen, ist es eigentlich das Beste, was man machen kann mit dem Auge, dass man da dazwischen sich, vielleicht ist das, was da in der Mitte ist, ist es das vielleicht, oder? Ich habe eine Zeit lang diesen Freundeskreis um Duchamp, Picabia und Prankusch oder Prankusi irgendwie mich damit beschäftigt. Das sind eigentlich drei Leute, die man unter heutigen Bedingungen, die dürften sich gar nicht kennen. Die müssten völlig verfeindeten Lagern angehören und so, weil das eigentlich eine völlig gegensätzliche Sache ist. Und trotzdem ist das ja eigentlich eine der kreativsten oder wichtigsten Künstlerkreise, die wir bis heute haben oder aus denen wir sozusagen schöpfen können. Und dass jemand wie Duchamp dann sich mit Brancusi beschäftigt oder den schätzt oder den sozusagen noch sich um das Spätwerk kümmert oder um den Vertrieb kümmert, das ist ja eigentlich, zeigt ja, dass es dieses vielleicht allzu akademische oder diese kunstwissenschaftliche Herangehensweise für Künstler eigentlich nie die Rolle spielt, wie sie eigentlich für die Theoretiker die Rolle spielt. Und das ist das, was mich beschäftigt. Also die meisten Anregungen, die ich für meine Dinge finden kann, die haben überhaupt nichts mit Malerei zu tun oder ganz, sondern das ist immer genau irgendwie das genaue Gegenteil. Ja, das ist natürlich auch immer dieses Wechselspiel zwischen den Formen. Ich gucke nochmal, ob ich jetzt, welches Bild ich noch habe. Ah ne, da sind wir wieder zurück. Aber vielleicht können wir mal zu deiner, ich mache das mal hier aus. Herr Schwinghammer, können Sie das andere mal laufen lassen? Du kuratierst ja auch, das haben wir eben auch festgestellt. Ne? Also wir hatten gerade kurz gesprochen, du durftest dann im Wilhelm-Hack-Museum in Friedrichshafen durftest du mit der Sammlung auch arbeiten. Und du hast gesagt, das macht halt nicht ein Kunsthistoriker, also da wird dann nicht in Schulen geguckt oder der Konstruktivismus zusammengehängt, sondern du hast dann ganz andere Paarungen entworfen. Ja, mit dem Auge oder wie man, also kuratieren, den Begriff würde ich mir gar nicht einschreiben wollen, sondern ich stelle das zusammen. Sagen wir mal so. Und das sind Verwandtschaften, Ähnlichkeiten oder ja, bis zu Kuriositäten oder das, was, also wo etwas Drittes passiert, also wo etwas passiert. Und das, was wir hier sehen, das PDF, das ist ein Magazinteil mit dem Namen 23,5 Grad. Das ist genau die Zahl, die dafür verantwortlich ist, dass wir auf der Erde die Gravitation haben. Also das ist die Schräglage der Achse, der Erdachse, dass alles sozusagen seinen Halt hat, dass wir nicht rumschweben. Und das ist ein PDF, was als Beilage oder als Zusatz zu einem Künstlerbuch entstanden ist, hintendran. An einen Katalog. Und das hat sich jetzt bei mehreren Gesprächen oder auch bei irgendwelchen Veranstaltungen hat sich das eigentlich ganz immer, war ganz gut, wenn das sozusagen auch so kommentarlos hinten abläuft. Und ich war ja, achso, da haben wir auch die Klecks-Bilder hier, ne? Genau, hier sieht man eigentlich die, wenn man zum Thema kommen will,
Wilhelm von Kaulbach hatte Anfang 1900 oder Ende 1880, haben die sich sozusagen als ein Historienmaler, der Schlachtenbilder und historische Schinken, würde man heute sagen, gemalt hat, die haben sich sozusagen eigentlich über die noch nicht stattfindende Moderne lustig gemacht im Vorfeld und haben aus irgendwelchen Schüttungen, Klecksen oder heute würde man sagen Taschismus dazu, haben die irgendwelche Formen hergeleitet oder haben eben Figurinen oder Fantasie vielleicht, könnte man, Fantasie ist vielleicht das richtige Wort, haben sozusagen die Fantasie spielen machen, aber immer spielen lassen, aber haben sich gleichzeitig auch über die Sache eben auch lustig gemacht. Und das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Und diese Figurine, die hier auf dem Cover war, von dem Buch, was, glaube ich, 1890 herausgegeben wurde, aus dieser Figur habe ich eine, was ja praktisch eine flüssige Schüttung war, habe ich eine feste Figurine gemacht, also geradezu eine Schablone. Und das ist, die Schablone ist das zentrale Motiv hier auf diesem Bild, über was wir reden, Figur und Landschaft. Und Schablonen sind deshalb wichtig geworden, weil man die als Prototypen im Prinzip einsetzen kann, spiegeln kann, in allen möglichen Situationen anschneiden kann oder man kann Sachen verdoppeln oder in was mehr anderes bringen. Da gibt es mittlerweile eine riesen Sammlung von diesen Schablonen, die eigentlich ziemlich schwierig sind für mich sozusagen anzulegen oder vorzuzeichnen. Die werden dann sozusagen ausgesägt und liegen eigentlich zwischen den Bildern, zwischen den Skulpturen und Malereien eigentlich auf dem Boden, beziehungsweise jetzt habe ich es in einer meiner letzten Ausstellungen auch als Schablonenbilder wirklich so 7- oder 11-fach hintereinander gehangen an einen Bolzen, um zu sehen, was da passiert. Also gibt es den kurzen Werbeblock für unsere Sammlungspräsentation von Paula Schwertfeger, Formen, die ihr Wesen treiben, die können Sie oben sehen. Da geht es nämlich auch ganz genau um diesen Wechsel von Abstraktion und Figuration in der Moderne. Und ich weiß nicht, ob Sie die Figur so schnell gesehen haben, die in Figur und Landschaft, also in dem Bild, was Sie oben in der Wechselausstellung von Thomas Scheibitz in Figur und Landschaft sehen können, ob Sie die genau entdeckt haben, die kommt gleich nochmal wieder. Und das ist eben auch wirklich diese Idee, dass man also erstmal Figuren reinsieht in etwas, aber auch, dass diese Formen eigentlich auch ein bisschen ihr Eigenleben haben. Und in dem Bild selber ist es ja auch schon relativ, also bei dir gibt es oft auch Figuren oder Figurenandeutungen, es gibt Buchstaben, aber dieses Figurative, also wirklich so ein Wesen in den Bildern, ist ja schon eher auch eine Ausnahme ein bisschen. Wie ist das zustande? Kannst du irgendwie sagen, dass das auf eine bestimmte Weise zustande gekommen ist? Hast du irgendwie anders auch gearbeitet im letzten Jahr? Hattest du mehr Zeit, mehr Muße? Auch die Farbigkeit von dem Bild ist ja so ein bisschen ungewöhnlich. Ist ja fast wie so ein Sonnenuntergang oder Aufgang. Willst du vielleicht speziell nochmal zu dem Bild was sagen und seiner Entstehungszeit? Ja, das sogenannte Figürliche oder das Gegenständliche wird ja immer als Gegenpol zu dem sogenannten Abstrakten gesetzt. Und das ist zum Beispiel was ich komplett ablehne als These oder als visuelle Gegebenheit. Für mich ist das im Prinzip egal, ob man jetzt ganz manieriert irgendwie jede Wimper erkennt oder ob man einen Block macht. Es ist eigentlich alles eher eine Übersetzungsleistung von einem Erlebnis, was man hat. Und diese Thematik von Gegenständlichkeit und Abstraktion finde ich fürs 21. Jahrhundert extrem überholt und muss wahrscheinlich einer neuen Wirkungsästhetik oder einer neuen Bildästhetik weichen müssen, denke ich sozusagen. Also, aber natürlich weiß jeder umgangssprachlich, was gemeint ist, wenn wir sagen, das ist was Abstraktes oder das ist was Figürliches. Das bleibt natürlich trotzdem noch umgangssprachlich hängen. Und
Ich habe mich also lange Zeit, wie gesagt, das traditionelle Studium, jeden Tag Aktzeichnung, jeden Tag in allem muss Figur sein sozusagen. Da gibt es mal einen Dokumentarfilm vom ZDF über die Dresdner Kunstakademie 1988. In allem muss Figur sein. Das hatte mich dann natürlich dann so auch angewidert, weil diese Umsetzung oder die Ergebnisse eben sich immer wiederholten. So, und ich habe eigentlich letztlich 20 Jahre nichts gefunden, was einem Figurenbild oder einem Menschenbild entsprechen könnte. So. Also ich weiß auch nicht, ob das so ist, was ich mache, ob das der Sache entspricht. Aber dennoch glaube ich natürlich, dass das Menschenbild an sich oder die menschliche Figur ist eigentlich das größte Thema, was es gibt. Es wird nur eben viel zu illustrativ oder viel zu kitschig oder viel zu sonntagsmalermäßig behandelt, leider momentan. Es gibt also ganz, ganz wenige künstlerische Positionen, die das irgendwie... zwar dieses Tiefgründige und dieses menschliche Maß sozusagen verstehen oder auch sehen, dass das Bedeutendste ist, was wir haben, aber irgendwie natürlich immer wieder nur mit gestrigen Formen umsetzen können. Und das ist, das hat mich sozusagen 20 Jahre auch behindert geradezu oder gehemmt, mich damit zu beschäftigen, weil ich eigentlich lange nichts gefunden habe, wo man hätte anknüpfen können oder was mich anregt, sozusagen damit zu beschäftigen. Es war natürlich auch da so lange ideologisch gebunden. Also es ging ja eigentlich schon nach 1945 los in der Generation, dass dieses, also hier Abstraktion, drüben Figuration. Ja, Freiheit, Abstraktion ist Freiheit, Figuration genau. Ist reaktionär. Genau. Ja, das also ist diese natürlich Gegensätze, ganz großer, die haben sich dann, ganz großer Schwachsinn. Ja, ja, ganz großer. Aber vielleicht ist es jetzt wieder so freigesetzt und jetzt durch die neuen Medien, also du hattest ja in der Picasso-Scheibitz-Ausstellung auch diese Bilder, wo du eigentlich auch mit Fotos von Sachen arbeitest, die du dann bearbeitest. Also wie stark hat sich das nochmal verändert jetzt durch diese Medien, dass du mit Fotoreproduktion auch von deinen Bildern und so arbeiten kannst? Da ist ja nochmal eine Schicht eigentlich dazugekommen jetzt. Ja, durch die Beschäftigung mit Picasso habe ich das gemerkt, dass das die ganze Erfindung des Kubismus oder das ist für mich eigentlich die, nebenbei gesagt, eigentlich die, immer noch die revolutionärste und bildtreibendste Kraft, dass man sozusagen das Bild so zerschneidet, dass es gar keine Ebene mehr hat, also dass es sozusagen kubistisch ist. Das ist eigentlich bisher durch nichts irgendwie gesteigert worden, meiner Ansicht nach. Und die fotorealistisch, oder was man umgangssprachlich als fotorealistisch bezeichnen würde, ist ja auch nicht ganz richtig, weil wir haben ja eigentlich, erleben es ja dreidimensional und haben es ja doch dann zweidimensional immer abgebildet, egal ob es gemalt oder fotografiert ist. Das hat natürlich noch so eine besondere einladende Ebene, sich damit zu beschäftigen oder das zu übermalen oder das zu bearbeiten. Aber es hat sich bei mir gerade wieder so ein bisschen rausgeschlichen, weil es war wirklich eine Zeit lang jetzt ein, zwei Jahre sehr einladend. Und jetzt finde ich aber, ich finde es fast einfacher und schöner und auch letztlich auch schneller, die Dinge selbst, die Formen selbst zu machen. Ja, ich meine, was mir nochmal auch durch den Kopf gegangen ist, ist, du arbeitest ja immer sehr stark mit Flächen und bei jetzt in dieser Gegenüberstellung mit Picasso in der Sammlung Berggrün hat sich für mich Picasso nochmal neu erschlossen. Also wir haben auch zum Beispiel so ein späteres Atelierbild und es ist schon auch ganz spannend, wie Picasso immer diese sehr zufriedenstellenden Bilder hat, weil er natürlich in der Fläche und die Malerei hat ja gewissermaßen nichts anderes, immer wieder neue Bildwelten schafft, eben wie du sagst, eben durch Spiegelung, Zerschneidung, auch via Figuren gestaltet. Und das ist ja vielleicht auch bei dir sowas, was du in diesen bühnenartigen Aufbauten machst. Also es gibt ja immer auch bei den großen Formaten eine starke Bestätigung davon, dass
ein Bild, also dass eine Malerei ein Bild ist, also dass es praktisch immer diese begrenzte Bildfläche hat und dass sich da viel abspielen kann, aber letztlich sagst du immer wieder, guck mal, das ist ein Bild. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausdrücke, aber ich finde es schon, das meinte ich auch mit dem konservativen Moment vielleicht, dass du doch jemand bist, der sehr überzeugt von den Möglichkeiten der Kunst ist. Kann man das so sagen? Bist du ein Zweifler oder bist du jemand, der sagt, ich muss mal, also ich bin Künstler und es ist total wichtig, dass es mich gibt? Und oder bist du jemand, der immer sagt, ich weiß es nicht so richtig? Das glaube ich eigentlich eher nicht. Ja, das ist natürlich schwer zu sagen, weil für einen selber im Inneren ist das natürlich wichtig, was man macht. Aber man kann das natürlich nicht verlangen, dass das die Welt denkt, dass das wichtig ist. Das wäre eigentlich absurd zu behaupten. Aber obwohl es da einige Kollegen geben, die das unterschreiben würden. Aber dieses... Ja, wie soll man das sagen? Also die schränke dich ein und breite dich aus. Das Prinzip gibt es ja. Ne, dass man eigentlich die Sache ja, verbreitert, indem man es einschränkt, sozusagen. Oder also, als sagen wir mal so, als Studenten haben wir immer die zwei Möglichkeiten gehabt. Wir haben natürlich als künstlerische Strategie, wenn man sich einen Künstler anguckt wie David Bowie, der sich vielleicht alle 5 Jahre neu erfindet und einen neuen Stil macht oder eine neue Kategorie macht. Das ist eigentlich jemand, der dadurch bleibt, weil er sich verändert. Und wenn man, obwohl das jetzt vielleicht ein Culture Clash ist, wenn man jetzt einen Künstler wie Morandi nimmt, der eigentlich das ganze Leben lang nur 5 Töpfe verstellt hat und die gemalt hat. Das ist sozusagen jemand, dessen Qualität oder dessen Wertschätzung ja von der Kunstgeschichte daher rührt, weil er stringent sei. Sozusagen, er ist stringent, also er macht immer dasselbe. So, ist das jetzt das, was praktisch uns nach vorn bringt, oder ist das das, dass wir, oder wenn wir jetzt nicht David Bowie nehmen, können wir ja vielleicht auch den besagten Picasso nehmen, der bestimmt 3 oder 4 Mal die Kunstgeschichte umgeschrieben hat mit seinen Stilwechseln oder mit seiner Methode, den Stil zu wechseln. Ist das sozusagen das Zünglein an der Waage, was die Kunst zeitlos macht oder erhaltenswert macht? Und das ist der Punkt. Und das weiß letztlich niemand, was das bedeutet oder was das Richtige ist. Und jeder, das muss jeder für sich, das ist das Schwierige für einen Künstler, dass man das für sich entscheiden muss, egal ob man nun ständig belobt wird oder ob man von der Kritik zerrissen wird in der Luft. Das muss einem eigentlich alles egal sein, weil das zählt im Prinzip alles nichts. Man muss das für sich wissen, was das ist. Und die Kunstgeschichte zeigt es ja auch, dass es bei vielen 20, 30, 50, 100 Jahre dauert. Bei manchen, die haben das Glück, dass die das zu Lebzeiten genießen können. Aber da kann einem niemand helfen. Also das ist das, was man wirklich selber wissen muss. Ja, danke für das offene Wort. Also wir hatten heute auch kurz gesprochen, weil die Rezeption von Thomas Scheibitz ist eben früher international gewesen, als sie eigentlich in Deutschland stattgefunden hat. Und Roberta Smith, also die Institution der New York Times, sagte dann, hat schon ganz früh bei einer Ausstellung, die er bei Tanja Bonacta hatte, geschrieben, An Artist to Watch. Und das ist schon meine erste Ausstellung war das, ja, in Amerika. Ja. Das ist sozusagen schon eine Ritterschlag da drüben. Und es gab dann viele Sammler und Sammlerinnen, die das auch früher entdeckt haben. Aber die Museen waren doch sehr spät dran und die Institutionen. Und ich glaube, das ist natürlich auch sowas, wo man dann auch weiterarbeiten muss. Ich weiß nicht, was du deinen Studierenden
sagst, worauf es sozusagen ankommt, aber wahrscheinlich ist es genau das, was du gerade formuliert hast. Ne? Das ist eigentlich genau das, was ich gerade formuliert habe. Und die haben natürlich heute durch, was weiß ich, soziale Medien oder der ganzen, alles, was da so jetzt rumschwirrt, der Druck ist scheinbar viel, viel größer als der bei mir war, 1995 oder so, war das eigentlich, man hat das, oder wir haben das, ein paar Studienkollegen, wir haben das eigentlich alle ganz ergebnisoffen gesehen. Wir hatten eigentlich nie vor, irgendwo zu landen oder irgendwo hin zu wollen, weil das hatte ich in dem Fall noch gar nicht begriffen, was das alles bedeutet. Und die Studenten von heute, die sind natürlich gleich mit diesen ganzen sich ständig überschlagenden Kunstmarkt-Situationen und Erfolgen, Misserfolgen und absurden Preisen und mit diesen ganzen Dingen ständig konfrontiert. Guckst ja auch viel. Also das finde ich noch auch interessant. Du sammelst selber ein bisschen Manierismus. Nicht so wie Baselitz, hast du gesagt, aber so auch im kleinen Stil. Und du gehst viel in Ausstellungen und guckst auch viel. Machst du mit deinen Studierenden, gibst da dann Manierismus-Unterricht oder? Nee, das muss ich ja nicht machen, weil das ist ja sozusagen der andere Fachbereich, ja, die Kunstgeschichte. Die müssen ja ganz viele Scheine machen und Sachen machen. Also das muss ich überhaupt nicht machen. Aber ich gucke schon viel, auch viel Klassik natürlich an und auch viel Abseitiges und viel ganz Komisches. So gar nicht so viel. Eigentlich gar nicht so viel Museumsausstellungen oder sowas, sondern eigentlich so Dinge, die mit denen ich sozusagen etwas auch vielleicht auch zuerst anfangen kann oder die noch niemand vorher in der Hand hatte oder so. Das macht natürlich besonders, das ist besonders interessant. Kannst du noch mal sagen, wie du zum Manierismus ausgerechnet gekommen bist? Der Manier, also einer meiner großen Helden ist griechische Maler El Greco. Und über den bin ich natürlich zu Büchern oder zu Texten über den Manierismus gekommen, der ja eigentlich sehr, sehr lange oder 150 Jahre, wenn man so will, in der letzten Kunstgeschichte negativ besetzt war, der Begriff, weil es eben um Übertreibung geht oder um Übersteigerung oder über Übertreibung geht. Und aber ich finde, in den letzten 50 Jahren ist es vielleicht eher wieder eine positive Betrachtung einer so einer Auffassung, weil das Spektakel wird wieder wichtiger, die Provokation wird wieder wichtiger, eben auch die Übertreibung wird wichtiger, ohne dass ich das jetzt nun gleich für mich sozusagen alles übertrieben verarbeiten muss, aber auch wieder die Wirkungsästhetik, die wir vorhin schon hatten, die ist eigentlich im Manierismus ziemlich interessant. Und man kann das eigentlich sammeln, das ist erreichbar, das interessiert überhaupt niemanden. Das ist eigentlich praktisch auf Auktionen und Versteigerungen ist das alles eigentlich, wie kann man das nennen, das ist eigentlich sträflich billig und erreichbar. Es gehört eigentlich alles ins Museum, wenn man so will, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie erreichbar. Und ich sammle da nicht nach Namen, vielleicht jetzt wie der Herr Baselitz, sondern ich sammle eigentlich nach Motiven oder nach Kompositionen oder nach Dingen, die mir irgendwie ins Auge stechen. Und die Lieblingsblätter, die ich da habe, das sind alles Blätter, die in der Kunstgeschichte 10 verschiedene Deutungen haben, die nichts Eindeutiges aussagen, also die vielschichtig sind. Und am besten ist noch, wenn derjenige, der es gemacht hat, gar nicht bekannt ist als Name sozusagen, wo man Zuschreibungen vermutet oder irgendwie Jahresangaben gibt es sowieso nicht oder
so solche Dinge. Ja, das ist ein ganz schöner Blick zurück wieder auf dein eigenes Bild, weil das hat man ja auch, so Figur und Landschaft. Man könnte sich ja fast auch vorstellen, dass da jemand mal irgendwie in ein paar Jahrzehnten drauf guckt und das ist sowas, was schon immer da war vielleicht. Also das ist so eine, also ich finde, deine Malerei hat auch manchmal sowas, ja, wie so ein Wunderkammer-Aspekt oder sowas, das so ein bisschen die Welt beschreibt und nicht so über eine Person geht, sondern auch was ist, was sozusagen wie ein Inventar von der Welt oder sowas darstellt. Und wenn du das jetzt so beschreibst, wie du den Manierismus findest, kann ich das irgendwie ganz gut auch in deinen Bildern auch wiedersehen. Auch dieses Unverbundene, was man manchmal, das hat ja auch was Rätselhaftes, also jetzt in den Bildfiguren Landschaft hat man dieses Leitermotiv, man hat dieses Blatt, man hat ganz verschiedene Farbigkeiten. Vielleicht können wir das Bild noch mal hinstellen von der Präsentation. Und dann auch diese Farbigkeiten, die man einerseits vielleicht der Natur zuschreibt, aber andererseits gibt es dann wieder diese Neonfarben, die man eher etwas Industriellem zuschlägt. Also es ist ständig so, als wenn das Bild sich auch auf sich selber wieder reflektiert und sich selber wieder so in Frage stellt. Also man ist wie in so einem Vexierbild und man kann eigentlich nicht zu einer zusammenhängenden Deutung, sondern man wandert eigentlich immer auch in dem Bild. Naja, aber da, vielleicht kann man es so sagen. Ich glaube, ich weiß nicht genau, ob es Bertolt Brecht war oder auch einige, die am Ende des 20. Jahrhunderts die Kunstgeschichte beschreiben. Das gilt ja eigentlich auch als Gesetz, dass man eigentlich die Welten nur noch, in Anführungsstrichen, in Fragmenten darstellen kann oder fragmentarisch darstellen kann. Da geht es natürlich auch, das ist ein Teilaspekt des Manierismus, aber ich gucke nochmal bei die erste Folie nochmal. Das Fragment ist natürlich ein ganz wichtiges, ein ganz, ganz wichtiger Bildträger oder Stellvertreter für Dinge, die man so eindeutig gar nicht abbilden kann und wahrscheinlich auch gar nicht soll. So. Kannst du vielleicht nochmal ganz simpel beschreiben, wie so ein Bild entsteht? Also gibt es Vorzeichnungen, malst du auf dem Untergrund? Also wie machst du das wirklich faktisch einfach? Ja, ich hatte ja hier noch als Schenkung ein paar Zeichnungen dazugegeben, die eigentlich parallel immer mit auf Tischen oder auch auf Fußboden passieren, die eigentlich zwischen einer ganz genauen, exakten, wie so eine technische Zeichnung sieht das manchmal aus, wo alles ganz genau bemaßt ist und wo gewisse Abstände oder gewisse grundlegenden Horizonthöhen oder solche gröberen Dinge, wo das eigentlich festgelegt ist, dass ich das relativ schnell übersetzen kann auf das letztliche Format. Und dann gibt es natürlich eine ganze Menge Studien, die im Prinzip so aussehen, dass ich eigentlich alles, was ich mache, jeden Tag durchfotografiere im Atelier, mir das 100-fach ausdrucke und auf diesen Ausdrucken weiterarbeite, um eigentlich zu sehen, nur um das zu sehen, was ich eigentlich nicht machen will dann am nächsten Tag. Mhm. So, damit das Bild auch leicht bleibt oder, also das Bild muss eigentlich immer aussehen, als ob das in 20 Minuten gemacht ist, also, obwohl das eigentlich die Schwere, in Anführungsstrichen, von 3-4 Jahren hat. Ich wollte gerade fragen, also du arbeitest ja auch mal, du stellst dann wahrscheinlich auch mal Bilder weg und holst dann andere wieder vor. Der große Luxus, den ich sozusagen genießen kann, in einem relativ großen Atelier zu arbeiten, bedeutet natürlich auch, dass ich eigentlich nur parallel arbeiten kann. Also eine parallele Arbeitsweise ist ganz wichtig. Ich arbeite an 30, 40 Bildern sozusagen gleichzeitig. Solche größeren Formate stehen noch schon mal 10 Jahre dann im Atelier. Aber nicht, dass ich sozusagen jeden Tag dran arbeiten würde, aber ich muss es irgendwie sehen können jeden Tag. So, was los ist. Hältst du Bilder fest, die du bei dir behältst? Also im Prinzip schon, aber... Das dürfen jetzt deine Galeristen nicht hören, aber ich finde es immer spannend. Im Prinzip schon, aber
Es ist auch wichtig, dass man Dinge, die man wirklich gut findet oder die man wirklich so als Key Paintings oder sowas bezeichnen würde, dass man die weggibt, weil die Lücke muss ja wieder gefüllt werden. Weil wenn man sich das praktisch nur mit seinen Key Paintings umgibt, wird man eigentlich müde und kommt gar nicht mehr zum neuen, Schritt, der wieder etwas ersetzen muss. Und das ist so. Ich habe natürlich, je älter ich werde, umso schwerer fällt es mir, Dinge abzugeben. Das ist, komischerweise hat sich das so eingeschlichen. Aber ich weiß auf der anderen Seite genau, dass ich das auch alles, wenn es irgendwie möglich ist, wenn es einen Ort findet, ist das natürlich grandios, wie in einem Museum hier. Oder ich muss es einfach wegstellen oder einlagern, so dass es mir auch aus dem Gedanken rauskommt. Mhm. Ja, es gibt ja auch bei jungen Künstlern, sage ich das manchmal, haltet die Bilder erstmal fest. Also wenn manchmal geht ja der Markt dann so schnell, dass die Produktion nicht mehr hinterherkommt und viele Künstler sich sozusagen ausverkaufen und dann nachher ihre eigenen Werke gar nicht mehr so haben um sich. Oder manchmal ist es ja auch wichtig, diesen Resonanzraum zu haben. Aber du machst es praktisch jetzt gerade genau andersrum. Nee, das passiert mir eigentlich nicht, nee. Weil wie gesagt, durch die parallele Arbeitsweise oder das Konvolut, was ich immer im Atelier habe, ist auch so, ich habe das vorhin schon angedeutet, dass ich ja in Vorgesprächen, dass ich ja eigentlich nie etwas für eine Ausstellung mache oder für einen Anlass, außer wenn es vielleicht jetzt ortsbezogen ist. Aber sonst mache ich das eigentlich Idee für Idee so. Und wenn es eine Anfrage gibt für eine Ausstellung, für eine Gruppenausstellung oder was auch immer, dann gucke ich natürlich thematisch oder was ist sozusagen auch, was ist gerade bei mir im Sichtfeld. Mhm. Und das hat eigentlich den angenehmen Nebeneffekt, dass ich nie unter Druck bin oder dass ich nie irgendwie eine Deadline verpasse oder die Bilder nass sind oder was man immer so hört, wenn das irgendwo auf Kunst messen muss. Das habe ich eigentlich nie, weil ich alles, was ich eigentlich rausgebe, steht dann schon ein paar Jahre oder ein paar Monate bestenfalls im Atelier und ist auch sozusagen dann sicher für mein Auge. Das ist, dass das andere Augen sozusagen betrachten können, ohne dass ich nervös werde. Mhm. Okay. Vielleicht können wir mal zum Publikum öffnen. Wir haben jetzt ziemlich im Bogen gespannt. Gibt es gerade ganz brennende und nicht so brennende Fragen? Wir haben hier ein Mikro, das kann ich auch gerne weitergeben. Habe ich mal bei so einer technischen Frage. Jetzt ist das Bild ja großformatig. Stellen Sie sich dann auf eine Leiter, in Anführungszeichen, oder bauen Sie sich darum eine, wie nennt man das, wenn man so ein Haus einrüstet, dass Sie auch bloß jederzeit überall drankommen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, das ist gar nicht so groß eigentlich, muss ich sagen. Es ist... wie ich vielleicht vorhin schon versucht habe anzudeuten, dass das menschliche Maß ist natürlich das wichtigste Maß, was ich habe. Und vieles, auch wenn man das gar nicht so sieht, viele Dinge haben mit meiner Körpergröße zu tun, ähnlich vielleicht wie bei Le Corbusier, das Modulormaß, ausgestreckte Hand. Oder also ich komme überall hin und es ist sozusagen, es darf nicht schwierig sein oder Umstände bedeuten, um irgendwo ranzukommen oder hinzukommen. Also das Atelier ist eigentlich so eingerichtet, dass ich alles selber machen kann. Also bei der Bildhauerei wird mir natürlich geholfen, da sind Assistenten da, aber bei der Malerei kann mir eigentlich niemand helfen. Das heißt, das Atelier ist auch so eingerichtet, dass ich alles selber rumtragen kann, rumschieben kann und machen kann. Und es gibt vielleicht, um die Frage dann noch so zu beantworten, ist alles, was ich mache, oder was ich machen kann, muss an einer Wand hängen. Also ich habe keine Staffelei oder ich habe nie was auf dem Boden liegen, wo auf dem Boden gearbeitet wird, sondern ich muss es eigentlich immer stehen sehen und habe mir es gibt im Atelier solche Systeme, wo man eben Bilder
verstellen kann oder unterschiedliche an unterschiedlichen Wandsystemen betrachten kann oder rumdrehen kann. Aber alles muss so gemacht sein, dass ich niemanden holen muss, der mir das mal hier dahin trägt oder mal kurz hält oder sowas. Da wäre ich nervös. Das schaffe ich nicht. Ich habe sicher zwei Fragen zu Ihrem Wirken. Zum einen, wenn Sie sich ganz unterschiedliche Themen bei dem Bildfigurenlandschaft, muss ich mir das so vorstellen, Sie haben jetzt die leere Leinwand vor sich und sagen jetzt, ich male jetzt Figur und Landschaft, kommt der Titel erst später und diese, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, weil er so weit weg ist von meinem eigenen beruflichen Tun, einen Zeitraum von 10 Jahren zu nehmen, bis ein Werk fertig ist, da habe ich viel gelernt heute Abend. Also, ist das klassischerweise so, dass Sie so einen langen Zeitraum haben für eine Position? Das wäre die erste Frage. Die zweite bezieht sich auf einen ganz anderen Teil, den Sie haben gesagt, Kurator, als Kurator bezeichnen Sie sich nicht, sondern eher Mentor für Ihre Studierenden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, weil wir auch die Meisterschüler betreuen, die wollen jetzt Karriere machen. Wir haben viele Gespräche schon geführt mit jungen Studierenden und wenn die Meisterschüler bei uns ausstellen, dann denke ich mir, was haben die schon alle auf dem Kasten, um hier ausstellen zu können, die Ausstellung zu bespielen, das immer wieder spannend ist. Wenn die jetzt sehen, ja, der Scheibitz, der wird in New York ausgestellt, dann stelle ich mir so vor, das will ich jetzt aber auch lernen. Bewegt das jetzt nur Olaf Brock mit der Fragestellung, oder gibt es auch Ihre Studierenden, die sagen, ja, wie, Thomas, wie hast du das gemacht? Wie werde ich auch ausgestellt in New York? Das möchte ich auch erreichen. Ja. Also, sagen wir so, vor 20 Jahren hätte ich noch gesagt, das kann man nicht wollen. Das klopft an und wenn das anklopft, passiert das. So, man kann, es gibt keine Werkzeuge, um sich da irgendwie beliebt zu machen. Und ich sage mal so, unter den Studenten gibt es natürlich auch ein paar Leute, die eigentlich von mir nichts anderes wollen als die Handynummer von meiner Galeristin. Aber aus denen wird auch nie was. Also das kann man schon so sagen, weil das ist, wer sich mit solchen Sachen beschäftigt, der ist auf dem Holzweg. Also das funktioniert nicht. Wie gesagt, das hätte ich vor 20 Jahren gesagt. Jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich manchmal selber überrascht, welche Strategien irgendwie hier auch mittlerweile zum Erfolg führen, die so abstrus sind, dass man sich gar nicht ausdenken kann oder die wirklich eben so funktionieren, dass man, wenn man da nur lange genug irgendwie nach der Handynummer fragt, hat man die dann auch und dann ruft man dort an und man kriegt auch tatsächlich eine Ausstellung da. Also das kommt auch vor. Das ist so ein bisschen den Zeiten heute geschuldet, wie man sich sozusagen das Aufmerksamkeitspotenzial oder soziale Medien oder was man alles irgendwie machen kann, dass man sich so in Positionierung bringen kann, dass dann der Direktor vom MoMA sagt, ja, was ist denn das hier? Den rufe ich jetzt mal zurück. Aber das gab es, also als ich angefangen habe, gab es das eigentlich nicht. Aber ich will das nicht, ich würde das nicht jetzt ganz verneinen, dass das auch schon mal geklappt hat bei jemandem, der da auch so charakterlich so aufgestellt ist, dass man sich auch immer so immer vorn an die Rampe stellt und sagt, hier bin ich. So. Geht mittlerweile wahrscheinlich, hat das viele verschiedene Wege und private Kontakte oder Geld oder Abhängigkeiten oder irgendwas, die ausgenutzt werden, die eigentlich kunstfern sind, erstmal von der ersten Linie.
Und die erste Frage. In 10 Jahren. Achso, die 10 Jahre, die 10 Jahre merke ich ja nicht. Also die 10 Jahre sind ja, die sind, man sieht das ja vielleicht in diesen Atelierbildern, das ist ja eigentlich eine unüberschaubare Situation. Und oftmals finde ich auch Dinge gleich gar nicht wieder, die ich mal angefangen hatte oder mir fallen es in die Hände und ich hatte es vergessen, dass ich das gemacht habe. Und ganz wichtig zu sagen wäre aber, das, was ja auch viele Künstler so ein bisschen als Strategie verwenden, dass wenn man sagt, dass man jetzt 10 Jahre an einem Bild gearbeitet hat, ist das jetzt besonders wertvoll oder besonders sinnvoll oder tiefgründig oder sowas. Das lehne ich sozusagen auch ab, weil in den 20 Minuten, in denen was passieren kann, die sind manchmal genauso wichtig und genauso wertvoll, wie wenn was in 10 Jahren irgendwie hochkocht oder sich sozusagen entwickelt, ohne dass man es jetzt, ich schreibe ja auch nicht dran, dass die Bilder von 2012 bis 2020, das gibt es ja auch, dass dann solche Zahlen dran stehen, das soll dann Eindruck machen, aber das ist es meiner Ansicht nach auch nicht so. Vielleicht kannst du noch mal gerade konkret sagen, wie du deine erste Ausstellung in New York bekommen hast, bei Tanja Bonnack da. Ja, das hatte jemand gesehen, der hat es weiterempfohlen und dann standen die haben an meiner Ateliertür geklopft. So, einen Monat später. Also ohne, ich wusste nicht, ich kannte die nicht, wusste nicht, wer das ist. Die haben sich vorgestellt und ich war überrascht und noch etwas unbeholfen sozusagen, wie man jetzt damit umgeht. Und sie kamen so mit so einem New Yorker Schwung da in Berlin-Friedrichshain, in meinem damaliges Atelier. Und das war alles klar bei denen. Und ich wusste eigentlich überhaupt nicht, was klar ist und so. Und dann ja, also ich hatte mich nicht darum bemüht, sagen wir mal so. Nee, hatte mich wirklich interessiert, weil es ja, also die New Yorker Galeristen waren ja auch unterwegs und haben in Berlin in die Ateliers geguckt und da sozusagen Talente gesucht oder was sie interessiert auch. Ne? Ich nehme mir ein Beispiel an Olaf und habe auch 2 Fragen. Das eine ist tatsächlich, seit März letzten Jahres die Pandemie, beeinflusst das Ihr Wirken? Arbeiten Sie dadurch anders an Ihren Bildern? Ich meine, der Umgang mit den Studenten ist natürlich anders, aber die Arbeit vielleicht nicht. Das Kopfschütteln habe ich schon gleich gesehen. Die zweite Frage, man versucht den Künstler Detailfragen zu dem Werk zu fragen. Da ist so ein weißer Ring mit 6 Speichen. Nervt das oder darf man das ruhig fragen? Gibt es Künstler, die gerne darüber sprechen? Wie sieht das bei Ihnen aus? Naja, also man kann das man könnte jetzt jede Form und jedes Detail auch genau herleiten, aber ich wüsste jetzt gar nicht, ob das genau hilft im Moment, dass man es dann besser versteht oder dass man mit dem Wissen dann sozusagen das Bild anders betrachtet. Und ich weiß nicht genau, ob es ein wesentlicher Satz gibt von Goethe, der immer in den Vorlesungen von Bas und Brock eine große Rolle gespielt hat, wie mir jemand erzählt hat, der bei ihm studiert hat. Man sieht nur, was man weiß. Das ist ja sozusagen so eine, wenn das von Goethe ist, finde ich das eigentlich ziemlich modern und groß und früh. Aber ich wollte es noch recherchieren, weil ich mir den Satz hier notiert hatte für das Gespräch. Und andererseits sagt Robert Wilson, Sprache engt die Fantasie ein.
Also das ist natürlich, wenn man es alles beschreibt oder herleitet, kann das natürlich passieren. Aber dennoch vermute ich oder ich hoffe, dass das Bild bei mir oder ich sag mal die Form trotzdem immer noch den Text regulieren kann und nicht, dass der Text oder der Titel auch die Form und das Bild regulieren kann. Das hoffe ich immer noch, dass das passiert. Und wie man jetzt vielleicht aus diesem PDF gesehen hat, was hier vorbeigelaufen ist, das ist sozusagen ein 360-Grad-Umschlag aus unserer visuellen Welt, was mir da ins Auge sticht und wo das, welche Dinge, ich kann jetzt nicht genau sagen, warum ich dieses Teil sozusagen in meine Sammlung nehme oder in den Ordner oder in den Folder stecke und warum das, was daneben ist, das Bild nicht so. Und für dieses Teil ist es, wenn ich mich richtig erinnere, ist das eigentlich irgendeine Mikros- oder eine stilistische Form von einer Schneeflocke, die man unter das Mikroskop legt. Und da geht es um diese Symmetrien und um diese Genauigkeiten, die eigentlich in der Natur vorkommen, die wir aber gar nicht sehen, die man dann eben immer nur unter einem Mikroskop sieht. Und Corona hattest du schon verneint, oder? Also Corona hat mich eigentlich bei mir im Atelier ist ja immer Corona, wenn man so will. Also das ist ja, ich bin da ja immer so, wie ich, ich hatte mich am Anfang sogar gefreut, mal richtig arbeiten zu können, ohne dass man immer abgelenkt wird und ohne dass man überall hin muss und so. Aber hat keinen Unterschied gemacht. Und bei den Studenten muss ich sagen, das war sehr interessant. Die Studenten hatten natürlich massive Einschränkungen. Bibliothek zu, Akademie zu und alles, haben alle rumgemeckert und war alles ganz schlimm. So, aber sind alle im Prinzip explodiert in ihren Arbeiten, weil ich den Eindruck hatte, es gab jetzt mal ein Thema. So. Jeder hatte auf einmal ein Thema, was so stark war und was so einschneidend war, dass ich eigentlich total überrascht war, dass die alle eigentlich wirklich explodiert sind in ihren Arbeiten. Ich bin total begeistert gerade, was da in der Klasse passiert. Aber komischerweise sehen sie es nicht und schimpfen und alles ist doof und wir brauchen das mehr und das ist blöd und das ist war wieder zu und so. Und das ist sozusagen dann auch ein Thema, was ich dann versuche, in die Klasse reinzutragen, was das überhaupt bedeutet, wie man als Künstler sozusagen arbeitet, weil man ist ja eigentlich immer in so einer Sondersituation sozusagen im Atelier. Man ist immer, also ich glaube nur noch die Schriftsteller sind, glaube ich, noch einsamer an ihrem Schreibtisch. Da haben wir das noch gut in unseren Ateliers. Aber eigentlich ist das, ob da eine Pandemie ist oder nicht, das merke ich eigentlich gar nicht im Atelier. So. Und ja klar, ich würde gerne mal wieder ins Kino gehen und so, das schon, aber das kommt ja jetzt wieder. Ja, ich würde sagen, dann ziehen wir hier mal. Gibt es noch eine Frage? Entschuldigung, das habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. Also meine Frage war vorhin eigentlich schon ist ein bisschen zeitlich versetzt. Vorhin war, das fand ich sehr interessant, der zeitliche Aspekt. Also das ist natürlich enorm, ne? 15 Jahre, wahrscheinlich auch 20 Jahre, ein ganzes Leben an einem Bild arbeiten, das jeden Tag im Atelier, im Labor sehen. Das ist ja wie so ein Kind großziehen. Und auf einmal kommt dann so, Carina hat ja auch heute sehr schön angefangen, jemand ins Atelier und sagt, das Werk finde ich interessant und das kauft dann so ein Museum an. Und dann frage ich mich so emotional, wenn das jetzt hier hängt, ist bei uns im Museum seit ein, zwei Jahren, wie ist das, wenn man das jetzt wieder sieht? Möchte man das gleich wieder verändern? Also so, oder kann man das dann gut abgeben oder denken, ach, das hätte ich doch noch mal ein bisschen länger behalten können? Oder hat man das Gefühl, man möchte was verändern? Also deswegen habe ich diesen Vergleich eben emotional mit dem Kind gesehen, wo man sich freut, dass es in die Welt hinausgeht, aber trotzdem noch mal was verändern will.
Nee, das ist eine interessante Frage, weil es ist, ich habe es hier heute das erste Mal wieder gesehen, nachdem ich es das letzte Mal hier im Atelier so gesehen habe, wie das auf dem Foto zu sehen war. Und es hat mich eigentlich positiv überrascht, wenn man so will. Also, weil natürlich auch das Umfeld ist natürlich exzellent und vor den ganzen Nachbarschaften kann man sich nur verneigen. So, also das ist natürlich alles sehr, sehr luxuriös. Und mir ist es zweimal passiert, dass ich ein Bild irgendwo gesehen habe, an dem ich weitermachen wollte. Und da konnte ich dann oder habe auch die Mittel ausgeschöpft und habe das zurückgekauft, sozusagen, um es weiterzumachen. Und dann kann man das nochmal sozusagen auf zur Position stellen. So. Aber sonst, das hat eben auch was mit der Dauer zu tun, dass die Bilder ein ganzes Leben lang sind sie nicht im Atelier. Also so weit würde ich nicht gehen. Aber wenn die dann doch ein paar Jahre im Atelier sind, ist man sich eben auch sicher, dass das etwas ist oder dass es eben noch nichts ist oder dass da noch... Ich kann mir dann immer gar nicht helfen, als mit so einer blöden Prozentzahl zu kommen. Wenn mich jemand fragt, wie weit das Bild ist, dann sage ich dann so 80%. Und dann ist das voll verständlich sozusagen. Da muss ich nicht so rumreden und so erklären, was jetzt noch nicht und wieso das und das ist doch und so. Und ich sage dann so eine Prozentzahl und dann hat man sich eigentlich geeinigt. So. Und Die schönste Situation ist, wenn eben das Atelier sieht ja nicht immer gleich aus, aber wenn man so einen Zustand hat, wo man eine große Gruppe von solchen 90-prozentigen Bildern um sich hat, und das ist dann so schönes und auch wirklich für mich selber ein luxuriöses Arbeiten, da an diesen letzten Punkten zu sitzen oder sich mit den letzten Punkten zu beschäftigen. So. Nee, das hier hat schon 100%. Also das, um das jetzt mal klarzustellen, das ist schon, sonst hätte ich es ja gar nicht zur Position gestellt. Also. Ich glaube, wir haben 120%igen Gewinn für unsere Sammlung. Vielen Dank, Thomas, für deine ausführlichen, offenen Beschreibungen, auch deiner selbst und deiner Künstlerschaft. Das habe ich sehr genossen und ich hoffe, Sie auch. Und vielen Dank. Auch vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich.